hörst Episode 47 vom Chipreneur Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. In dieser Episode führe ich dich durch die 6 wichtigsten Zutaten, die dein Angebot braucht, damit es sich online verkauft. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach 6-stelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich stecke aktuell mitten in den Vorbereitungen des Chipreneur Academy Kickoff Festivals. Und Mitte November geht es los und mein Team und ich, wir haben allerhand zu tun. Und eine große Herausforderung ist auch immer, wirklich zu gucken, was von den ganzen Ideen, die wir haben, was davon schaffen wir auch tatsächlich umzusetzen, was davon ist nice to have, und das fällt mir oft ganz schwer, denn es gibt so viele tolle Dinge, die wir machen können, aber gleichzeitig können wir nicht alles machen. Das ist wirklich immer eine sehr schwierige Erkenntnis. Aber das Schöne ist, dass wir einfach von Mal zu Mal besser werden können und immer neue Dinge ausprobieren können. Wenn wir sie einmal durchgeführt haben, dann können wir eben immer wieder etwas Neues hinzufügen. Und die Ideen, die wir jetzt haben, die kommen einfach auf eine Liste. Und dann gucken wir, was wir Zusätzliches beim nächsten Mal machen können. Genau, also wir stecken hier mitten in den Launch-Vorbereitungen. Und ich freue mich schon riesig. Wir haben die Chipreneur Academy, falls du das noch nicht mitbekommen hast, die Chipreneur Academy ist mein neues Produkt. Wir starten ganz offiziell am 1. Dezember und meine Kundinnen sind jetzt schon in die Chipreneur Academy eingezogen. Wir haben auch schon die ersten neuen Mitglieder für die Chipreneur Academy gewonnen und freuen uns da jetzt über den Austausch in der Academy. Und ich bin dabei, neben den Launch-Vorbereitungen auch die Inhalte für die Academy nochmal zu aktualisieren und aus meinem alten Mitgliederbereich eben rauszuholen und die ganzen Unterlagen nochmal zu aktualisieren. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil in den letzten Monaten oder Jahren ja eigentlich auch so viele Sachen entstanden sind, die ich jetzt nochmal schön in Form bringe und das ganze Wissen, was ich eben in meinem Kopf habe, jetzt in die Chipreneur Academy stecke. Also es wird zum Beispiel ganz viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen geben, also zum Beispiel, wie führe ich einen Launch durch? Es wird viele Blicke hinter die Kulissen geben, so wie plane ich die Umsetzung eines Launches mit meinem Team? Wie sieht das Ganze in Asana aus? Wir arbeiten mit Asana. Es gibt super viele Checklisten, die ich zur Verfügung stelle, die ich eben auch mit meinem Team nutze, um hier strukturierter und auch effizienter zu arbeiten. Und das sind alles Dinge, an denen ich gerade parallel noch arbeite. Und deswegen ist gerade hier ganz schön viel los, aber es macht auch ganz schön viel Spaß. Also von daher freue ich mich total und ich freue mich auch auf die heutige Episode. Und vielleicht noch nicht, dass du denkst, ich bin die ganze Zeit nur am Arbeiten. Es ist natürlich gerade sehr viel los und das ist auch normal, gerade wenn man irgendwie 2 Projekte gleichzeitig startet bzw. umsetzt, wie den Launch und auch den Umzug des neuen Mitgliederbereichs oder in einen neuen Mitgliederbereich, und einem dann natürlich auch so ein bisschen der Perfektionismus im Weg steht, ne? So alles nochmal neu machen, nochmal aufbereiten, alles aktualisieren. Aber was ich halt mache, damit ich natürlich auch den Ausgleich habe, ist Sport, ganz viel Sport. Ich habe mich hier in einem CrossFit-Studio angemeldet und bin da 2-3 Mal die Woche, wenn ich das hinkriege.
und gehöre natürlich zu den Anfängern, also keine Sorge, ich bin kein Profi, ich habe auch keine großartige Kraft, aber ich bin dabei, das alles aufzubauen. Und natürlich gehe ich an den Strand und ich freue mich natürlich auch extrem, dass ich hier auf Fuerteventura bin und jetzt im Oktober oder November immer noch ganz tolles Wetter habe und hier ganz viel Sonne und Strand genießen kann. Und Coca freut sich auch immer, wenn wir an den Strand gehen und sie einmal durch den Sand toben darf und auch ins Wasser gehen darf. Also so sieht's aus und ich freue mich jedenfalls auf die kommenden Wochen, denn es wird super aufregend und ich freue mich, wenn du mit dabei bist, wenn du unser Kick-Off-Festival mit begleitest, denn es gibt ein kostenfreies Training von mir und es gibt auch einen Einblick in die Skipreneur Academy, also du kannst in ein Modul reinschnuppern und kannst dann mithilfe von meinen Unterlagen einfach dein Angebot entwickeln. Du kannst auch am Live-Training teilnehmen, indem wir gemeinsam ein Angebot erstellen, das sich online auch verkauft, ein unwiderstehliches Angebot. Es gibt Zusatztipps und es gibt auch die Möglichkeit, mit mir in der kleinen Gruppe zu arbeiten. Also es wird super, super cool und ich freue mich total drauf. Und unsere Skipreneur Success Stories haben wir ja auch mit dabei. 8 wunderbare Frauen, die dort ihre Stories auch nochmal teilen würden. Ich bin mega, mega aufgeregt und freue mich, wenn auch du mit dabei bist. Den Link zum Kick-Off Festival und es ist alles gratis. Den findest du in den Shownotes. Es ist gratis, weil wir einfach den Start von was Neuem feiern. Und wenn du da Bock hast, mit dabei zu sein, dann freue ich mich total, wenn du dich anmeldest. Und natürlich auch, wenn du es weiter erzählst. Denn ich glaube, gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass wir gucken, wie können wir unsere Angebote noch besser aufsetzen? Wie können wir noch besser oder klarer kommunizieren? Wie wir unseren Kunden helfen können und welches Problem wir eben für sie lösen können. Denn ja, es heißt mal wieder zu Hause bleiben und Geduld haben und wir können die Zeit aber richtig, richtig gut nutzen, um unsere Angebote oder um uns selbst eben auch online besser aufzustellen. Also erzähle es gerne weiter. Das ist wirklich ein richtig gutes Training, was ich da vorbereite und wir werden am Ende oder du wirst am Ende wirklich ein fertiges Angebot in den Händen halten, sei es für ein 1:1-Programm oder für einen Online-Kurs, das darfst du selbst entscheiden, aber wir setzen das gemeinsam um und das wird alles kostenfrei sein und ich glaube, es wird eine ganz grandiose Woche, in der du super viel profitieren kannst. Also erzähl es gerne weiter, das würde mich sehr freuen. Okay, also jetzt aber zurück oder wir starten einfach mal in die heutige Episode, denn ich will dir ja nicht nur von meinem Leben erzählen, sondern du willst ja auch ein bisschen was lernen. Und deswegen habe ich mir für heute einmal überlegt, mit dir darüber zu sprechen, was so die 6 wichtigsten, also die allerwichtigsten Zutaten sind für ein Angebot, das sich verkauft. Beim Kick-Off-Festival sprechen wir über 11 Zutaten. Da habe ich noch ein paar zusätzliche mit reingepackt. Es gibt noch ein paar mehr, aber die 6 wichtigsten, die zeige ich dir hier. Beim Kick-Off-Festival gibt es noch ein paar mehr, also melde ich dafür einfach an. Und ich habe super, super lange gebraucht und das habe ich auch schon mal erzählt, bis ich wirklich herausgefunden habe, wie ich meine Angebote online eigentlich verkaufe. Ja, ich bin ja mit einem Mitgliederbereich damals gestartet in 2016 und immer wenn ich einen Launch gemacht habe und die Türen geöffnet habe, kamen da irgendwie 2, 3 oder mal eine Handvoll Frauen dazu und gleichzeitig dadurch, dass es eine monatlich kündbare Mitgliedschaft war, sind auch immer wieder 2, 3 gegangen. Also irgendwie hat es sich immer die Waage gehalten und ich hatte das Gefühl, dass ich nur im Schneckentempo vorankomme. Und das war ganz schön anstrengend. Und das war das einzige Angebot, was ich jemals verkaufen wollte. Also ich wollte diesen Mitgliederbereich aufbauen, weil ich Mitgliederbereiche richtig cool finde und auch glaube, dass wir halt nicht von heute auf morgen ein Business aufbauen können. Dass es ganz wichtig ist, dass wir eine Community haben, dass wir andere Menschen haben, die uns eben auch verstehen, die unseren Weg teilen, deren Wissen wir anzapfen können. Und deswegen wusste ich, dass das Angebot, was ich habe, richtig, richtig gut ist. Aber ich habe es nicht richtig kommuniziert bekommen, denn die Menschen wollen halt keinen Mitgliederbereich. Ja? Das war eine große Erkenntnis, die ich hatte. Also ich habe halt versucht, einen Mitgliederbereich zu verkaufen, aber das war es nicht, was jemand haben wollte.
Und bis ich herausgefunden habe, wie ich meine Membership richtig verkaufe, bis dahin hat es lange gedauert. Also ich glaube, das hat 2016, bestimmt zweieinhalb Jahre hat es bestimmt gedauert. Und als ich verstanden habe, wie es geht, also als es wirklich in meinem Kopf Klick gemacht habe und ich mein Angebot kommuniziert bekommen habe, kam bei der nächsten Öffnung, halte ich fest, 120 Frauen zu uns. Und das war der absolute Wahnsinn. Ich war total überfordert, überrascht, überwältigt, alles. Und war auch gar nicht darauf vorbereitet, dass das auf einmal so gut klappt. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ich einfach nicht genau wusste, wie gut das funktioniert, wenn ich mein Angebot einfach auf den Punkt bringe und wenn ich es richtig kommuniziere. Aber wie gesagt, es hat 2,5 Jahre gedauert und so ein Angebot ist halt auch nicht von heute auf morgen erstellt. Das ist auch ganz wichtig, das möchte ich dir auch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Es ist nicht gemacht mit einem Angebot, was du einmal erstellst, sondern es ist einfach ein Angebot, das sich weiterentwickelt, das sich immer weiterentwickelt. Je mehr du eben auch über deine Kunden lernst und über deren Wünsche natürlich auch herausfindest. Also einfach nur ein Angebot zu verstellen, reicht also nicht aus. Ja? Das Angebot muss genau das ansprechen, was dein idealer Kunde bzw. deine ideale Kundin will. Und das ist halt das, was ich dann mit meinem Angebot auch gemacht habe, mit meiner Membership auch gemacht habe und da dann in 2018 wirklich 120 Frauen innerhalb von 7 Tagen oder 6 Tagen zu uns gestoßen sind. Und daran erkennst du dann vielleicht auch, dass es einfach nicht so einfach ist. Und ich glaube, wenn es so einfach wäre, so ein Angebot zu erstellen, dann hätte eigentlich theoretisch jeder, der einfach nur ein Angebot veröffentlicht, gleich jede Menge Kunden, die am besten Schlange stehen und nur darauf warten, das Angebot anzunehmen. Ja, und das wäre super schön, ist aber leider nicht so. Es gibt nämlich so viele Produkte und so viele Angebote da draußen, die einfach auf keine Nachfrage stoßen. Ja, und wenn du also ein Angebot entwickelst, dann muss es dafür auch eben eine Nachfrage geben. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja? Also Business Coaching zum Beispiel oder Coaching zu verkaufen, ist nicht ausreichend. Ja? Niemand will ein Coaching kaufen. Ja? Was jemand will, ist eine Lösung für ein Problem. Und das kann zum Beispiel sein, ich möchte lernen, wie ich im Business verkaufe. Ja, also wie führe ich Erstgespräche zum Beispiel oder wie kann ich mehr Umsatz erzielen oder wie kann ich meinen Umsatz auf 50 oder 100.000 Euro steigern oder wie kann ich mein Team aufbauen und digital beziehungsweise virtuell führen. Ja, das sind alles konkrete Fragestellungen, konkrete Problemstellungen, auf die eine Person gegebenenfalls eine Antwort möchte. Aber wir wollen keinen Kurs kaufen, ja? Also warum will ich einen Kurs kaufen? Ich will etwas lernen, ja? Ich will etwas lernen, weil ich ein Problem habe und mit der Lösung, die du mir anbietest, möchte ich eben besser werden beziehungsweise ein bestimmtes Ziel erreichen, wie zum Beispiel mehr Geld verdienen, ja? Und die meisten Angebote da draußen, die sind einfach viel zu pauschal und die meisten versuchen eben auch alles abzudecken und alle Kunden anzusprechen, denen sie helfen könnten. Also wir hatten letzte Woche wieder das Gespräch in meinem Mitgliederbereich, wo es darum ging, wie kann ich Menschen im Burnout unterstützen? Und natürlich, ne, ich kann allen helfen, die einen Burnout haben, hat sie gesagt. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, wem konkret kannst du dabei helfen? Und am Ende haben wir es darauf runtergebrochen, dass sie anderen Therapeuten helfen kann, die kurz vorm Burnout oder im Burnout stehen, weil sie eben sehr, sehr intensiv mit ihren Klienten zusammenarbeiten und die halt natürlich sehr traumatische Geschichten oder Erlebnisse hatten und die Therapeuten sich selbst eben sehr schwer nur abgrenzen können. Und das spricht dann eben auch ganz klar wieder einen Kunden an oder eine Kundengruppe an, die alle ein sehr ähnliches Problem haben. Also wenn ich im Job bin und total überarbeitet bin und einen Burnout habe, zum Beispiel als Führungskraft, dann ist das was anderes, ob ich jetzt eine Führungskraft bin oder ob ich ein Therapeut bin.
die eine Therapeutin bin, die eben mit Traumapatienten zum Beispiel arbeitet und aufgrund dieser Thematik sich eben unwohl oder vom Burnout gefährdet ist, sagen wir es so. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, ne? Denn wirklich die meisten Angebote da draußen sind viel zu pauschal. Aber die Menschen suchen nach einer konkreten Lösung. Ich will jemanden haben, der wirklich ganz genau weiß, wovon ich spreche. Ich möchte jemanden, der wirklich mich versteht. Und wenn wir nochmal zu dem Beispiel zurückkommen, wenn die Person auch eine Therapeutin ist, die früher auch mit Traumapatienten gearbeitet hat und die es aber geschafft hat, sich richtig gut abzugrenzen und jetzt anderen zeigen können, was sie in ihrem Leben verändern können, damit sie nicht darunter leiden und damit sie sich besser abgrenzen können, dann ist das viel, viel, viel stärker, dann ist das viel, das ist viel, viel kraftvoller, als wenn ich allen dabei helfe, wenn ich allen Menschen vor Burnout schützen möchte oder wenn ich allen Menschen, die im Burnout sind, eben helfen möchte. Ich hoffe, das ist verständlich. Und deswegen sind Fehler, die du nicht machen solltest, bevor wir ins Thema richtig, richtig einsteigen, also sind definitiv die drei Fehler, die du nicht machen solltest, dein Angebot wirklich an alle zu richten, die es brauchen könnten, weil was dann passiert ist, niemand fühlt sich angesprochen. Nur zu beschreiben, was der Kunde alles bekommt, wenn gebucht wird, also zum Beispiel X-Stunden-Coaching, Worksheets, einen Online-Kurs oder sowas zum Beispiel, all das ist eine Beschreibung von Inhalten und das ist eine Sache, die ich auch ganz oft sehe, ne? Meistens wird einfach nur beschrieben, was ich alles bekomme, aber das ist mir erstmal egal, weil was ich halt möchte, ist ein Ergebnis. Ich möchte eine Veränderung haben. Und das ist auch der dritte Punkt, der dritte Fehler, kein Ergebnis zu nennen, ist ein ganz großer Fehler. Also was habe ich nach der Zusammenarbeit mit dir, beziehungsweise was kann ich durch die Zusammenarbeit mit dir erreichen? Und das Ergebnis sollte greifbar sein. Ja, also ich muss erkennen können, was es ist. Und wenn du das schaffst, dann wirst du es viel, viel leichter haben, eben deine eigenen Angebote auch zu verkaufen und auch erfolgreich zu verkaufen, was dann natürlich auch wieder die Basis dafür ist, deine Angebote skaliert verkaufen zu können. Also zum Beispiel in Form von einem unbegleiteten Online-Kurs oder auch von einem begleiteten Online-Kurs, je nachdem, wie du das möchtest. Okay, ich erzähle jetzt, welche essentiellen Zutaten dir wirklich dabei helfen, dein Angebot so zu formulieren, dass deine Kunden einfach nicht Nein sagen können. Klingt gut? Also, dann lass uns loslegen. Dein Angebot ist das, was dir den Umsatz bringt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt auch zu meinen Kundinnen ganz, ganz oft sage. Denn wenn du deine Angebote nicht verkaufst, dann hast du kein Business. Ja, du brauchst Geld. Du brauchst Geld, um investieren zu können. Du brauchst Geld, um von deinem Business leben zu können. Und das ist ganz wichtig. Also von daher sollte das immer in deinem Fokus auch sein. So, wie kann ich Umsatz generieren? Und die Grundlage dafür ist dein Angebot. Und deswegen ist es so, so wichtig. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Training entschieden zum Thema Angebot, weil das einfach die Basis ist. Und ich glaube, gerade in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo es sehr, sehr schwierig ist, Menschen auch offline zu verbinden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, wie wir online unsere Angebote verkaufen. Und das war auch ein Grund dafür, warum ich gesagt habe, ich biete dieses Angebotstraining an, weil ich glaube, dass das gerade in der jetzigen Zeit halt ein super wichtiges Thema ist. Also wenn du mich da noch unterstützen magst, das Ganze zu teilen, dann mach das super gerne, weil ich glaube, das ist einfach total wertvoll. Also dein Angebot ist dann das, was du anderen anbietest und im Austausch bekommst du Geld. Also meistens zumindest, ne? Manchmal tauscht man auch Leistung gegen Leistung, aber im Grunde bekommst du Geld dafür. Ja, also du erhältst Geld und jemand anders bekommt eben deine Leistung bzw. dein Angebot und zwar das Ergebnis, das du ihnen anbietest bzw. verkaufst. Wenn ich Geld für etwas ausgebe, dann kaufe ich auch immer ein Ergebnis. Ja, also ich gebe nicht einfach Geld für irgendwas aus, sondern ich bekomme dafür
irgendetwas. Irgendetwas, was ich ganz gerne möchte. Ja, was ich entweder möchte oder was ich wirklich ganz gerne, ganz dringend brauche zum Beispiel. Ja? Und dein Angebot sollte daher mindestens wie folgt aufgebaut sein. Also zum Beispiel, hallo, das hier ist mein Angebot für dich, dabei hilft dir mein Angebot und das musst du tun, um mein Angebot zu erhalten. Also das mal ganz kurz zusammengefasst und das ist in wenigen Sekunden, ja, also wenn du das in wenigen Sekunden formulieren kannst, dann ist das super und so einfach kann es sein, wenn du wirklich auf den Punkt kommunizierst und ganz genau weißt, was dein Kunde möchte und wie du deinen Kunden helfen kannst. Und da nochmal wichtig und ich wiederhole mich, ich weiß, versuch nicht, allen alles zu verkaufen, denn wenn du wirklich deine Zielkunden findest, wenn du deinen idealen Kunden findest und den ganz genau ansprichst, wird es dir viel, viel leichter fallen, ganz konkret zu kommunizieren. Ja, also den meisten fällt es schwer, nicht konkret zu kommunizieren, weil sie versuchen, sich an alle zu richten. Ganz wichtig. Also, es kommt aber immer darauf an, wie genau ich frage, ja, also wie genau verkaufe ich mein Angebot, ja, auf welche Art und Weise verkaufe ich das? Fühlt sich der Kunde angesprochen, dreht sich der Magen um, weil es irgendwie zu reißerisch oder ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn du zum Beispiel irgendwie so einen Versicherungsverkäufer oder sowas hast, der so schleimig oder schmierig ist. So muss es nicht sein, ne? um deine Angebote zu verkaufen. Es kommt wirklich drauf an, wie du fragst und das sollte natürlich zu dir, zu deinem eigenen Stil passen. Hier kommen auch wieder die Chipreneur Essentials ins Spiel. Dein eigener Stil muss zu deinen Angeboten passen, denn dann kannst du sie eben auch voller Überzeugung und voller Selbstsicherheit anbieten, ja, deinen potenziellen Kunden anbieten. Also es ist wichtig, dass du deine Angebote eben entweder online kommunizierst oder eben in einem Video kommunizierst und das muss eben ganz, ganz simpel, sehr klar sein, damit du deinen potenziellen Kunden auch schnell aufzeigen kannst, wobei dein Angebot hilft und dabei musst du eben auch auf ganz konkrete Formulierung achten, also der Fokus liegt auf konkret, ja, also was bekomme ich ganz konkret für mein Geld, ja, das ist das, was der Kunde am Ende erstmal wissen möchte. Und dabei geht es deinen Kunden nicht darum, wie viele Stunden er bei dir bekommt oder wie viele Module dein Kurs zum Beispiel hat. Es geht um das Ergebnis, das dein Kunde erreichen möchte, ja, also wenn dir zum Beispiel jemand dabei helfen kann, deine Kopfschmerzen ist so ein beliebtes Beispiel von mir, deine Kopfschmerzen loszuwerden. Und der eine Anbieter braucht dafür 10 Minuten und der andere braucht eine Woche. Beide kosten aber genauso viel und beide wenden genau die gleiche Methode an. Wofür würdest du dich dann entscheiden? Würdest du lieber eine Woche warten, bis die Kopfschmerzen weg sind oder 10 Minuten? Und da sehen wir eben auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, den Mehrwert zu kommunizieren. Ja, also wir verkaufen nicht unsere Zeit, sondern wir verkaufen den Mehrwert. Wenn ich dir in 10 Minuten helfen kann, warum würdest du dann eine Woche warten, bis du das Ergebnis hast? Ja, wenn beides genauso viel kostet. Also da müssen wir uns auch immer so ein bisschen von dieser Frage, wie viel kostet deine Zeit, loslösen. Denn darum geht es nicht. Wir verkaufen ein Ergebnis und wir verkaufen keine Zeit. Ganz, ganz wichtig. Ja? Also es ist deine Aufgabe, den Mehrwert so zu kommunizieren, dass deine Kunden verstehen, was genau sie bekommen und sie dann eben zugreifen, weil es einfach ein super gutes Angebot ist, was sie einfach nicht ausschlagen können oder sollten. Und das ist nicht ganz einfach, das zu schaffen, beziehungsweise geht es nicht von heute auf morgen. Also du hast einen Vorsprung, wenn du zum Beispiel deine Kunden schon kennst, wenn du zum Beispiel schon offline gearbeitet hast
und wirklich weißt, wie deine Kunden denken, wie sie sich fühlen, welche konkreten Probleme sie haben. Wenn du gerade erst startest und die Nische oder das Thema für dich komplett neu ist, dann wird es ein bisschen länger dauern. Aber es geht immer darum, dein Angebot zu perfektionieren. Dein Angebot wird am Anfang nicht perfekt sein. Es geht darum, damit rauszugehen und es wirklich zu perfektionieren. Ja, und dann kannst du eben auch, wenn du das, wenn du nicht nur dein Angebot perfektionierst, sondern wenn du auch deine Inhalte beziehungsweise die Leistung, die du erbringst, also wenn du das nicht in 10 Minuten und wenn du das nicht in einer Woche, sondern in 10 Minuten umsetzen kannst, dann verkaufst du eben auch nicht mehr Zeit gegen Geld. Also dein Ziel sollte es auch immer sein, deinem Kunden so schnell wie möglich zu Ergebnissen zu verhelfen. Ja? Also manche können das vielleicht erst in einem Jahr erreichen, weil sie selber noch nicht geschafft haben oder weil sie vielleicht gerade auch erst anfangen. Aber je mehr du Experte in einem Thema bist, desto schneller arbeitest du einfach, desto routinierter bist du. Das heißt aber nicht, dass du, nur weil du 10 Minuten für etwas brauchst, wofür andere eine Stunde oder eine Woche brauchen, dass du dann weniger Geld verdienst. Ja, es geht immer, immer, immer um den Mehrwert. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Also, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, beziehungsweise auf was ich hinaus möchte. Und ich würde jetzt einfach nochmal dir die 6 wichtigsten Zutaten nennen und erklären. Und am besten hältst du Stift und Zettel bereit und schreibst direkt mit. Also der erste Teil ist das Versprechen. Ja, also für wen genau ist dein Angebot? Ja, und hier musst du wirklich ganz genau beschreiben, wer diese Person ist. Denk dran, es sind nicht alle Menschen. Ja, also wem genau kannst du helfen? Und dann der zweite Schritt oder die zweite Zutat ist, welches Problem löst dein Angebot? Und auch hier solltest du dich auf nur ein Problem konzentrieren. Das allerwichtigste Problem, und das ist vielleicht auch das Problem, was, wenn das gelöst ist, alle anderen Probleme aus dem Weg räumt. Ja, also das wichtigste Problem dieser einen Person und welches Problem löst es. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz oft, ich will mehr Kunden und mehr Umsatz. Ja, ist ein ganz großes Thema. Je nachdem, an welcher Stelle die Personen stehen oder auch Struktur ist ein ganz großes Thema bei mir. Aber in der Regel ist es mehr Kunden und mehr Umsatz. Und wenn ich mehr Kunden und mehr Umsatz habe, dann habe ich auch eine Strategie zum Beispiel. Dann weiß ich, wie ich verkaufe. Also damit löse ich dann gleich auch ganz viele andere Probleme, okay? Und dann der dritte Punkt ist, welche Transformation ist möglich? Also was möchte die Person erreichen? Zum Beispiel möchte sie mehr Geld? Wie viel mehr Geld möchte sie haben? Möchte sie die Beziehung zu dem Hund verbessern? Inwieweit? Also dass der Hund vielleicht ohne Leine läuft? Oder möchte sie einen Partner gewinnen? Oder möchte sie sich von ihrem Partner trennen? Oder was auch immer, ja? Also was genau ist die Transformation, die möglich ist? Und auch hier wieder ganz, ganz konkret sein, ganz konkret formulieren, um was es geht. Ganz wichtig. Ja, also ich muss erkennen können, was ich bekomme. Es sollte nicht wischiwaschi sein. Okay, dann kommen wir zu dem zweiten Bereich und das ist der Inhalt. Ja, und hier ist der vierte Punkt, den wir heute besprechen. Wie löst du das Versprechen ein? Und das ist auch das, was ich eben schon gesagt habe. Also es geht in erster Linie geht es um das Versprechen und nicht um den Inhalt. Und bei den meisten Angeboten da draußen steht der Inhalt im Vordergrund und nicht das Versprechen. Und du musst mir versprechen, dass du das jetzt anders machst. Also das Versprechen steht im Vordergrund und dann erst kommt der Inhalt. Also wie löst du das Versprechen ein? Was genau bekomme ich? Bekomme ich eine 1-zu-1-Beratung? Wie lange geht die? Gibt es da vielleicht noch einen Workshop mit dabei? Habe ich Zugang zu dir? Bekomme ich irgendwelche Worksheets? Gibt es einen Online-Kurs? Irgendwelche Videomodule, die ich mir anschauen kann? Was ist sonst noch mit dabei? Ja, also vielleicht auch, wann sind die Termine? Wann finden unsere Termine statt? Sind die vereinbaren wir die vorher? Also was ist der Ablauf unserer Zusammenarbeit? Das ist der vierte Punkt, der unter Inhalt fällt. Und dann, ganz wichtig, wir können keine Angebote verkaufen, ohne einen Preis zu nennen. Das heißt, der dritte Abschnitt mit der fünften und sechsten Zutat ist der Preis. Und die fünfte Zutat ist, wie hoch ist die Investition? Also wie viel muss ich dafür bezahlen, dass du dieses Problem für mich löst und mich zur Transformation bringst? Und
Der sechste Punkt ist, wie und wo kann ich bezahlen? Ja? Werde ich zu Digistore oder Elopage weitergeleitet? Zahle ich bei PayPal? Stellst du mir eine Rechnung aus? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Muss ich den Betrag auf einmal bezahlen? Gibt es auch eine Ratenzahlung? Wenn ja, in wie vielen Raten kann ich bezahlen? Ja, also das sind so die sechs allerwichtigsten, die sechs wichtigsten Zutaten, die du unbedingt brauchst und ohne die du wirklich dein Angebot nicht mit Leichtigkeit zumindest verkaufen wirst. Ja, also vor allem auch nicht online. Wenn du deine Angebote online verkaufen möchtest, dann müssen die für sich selbst sprechen, weil du nicht da bist, um jemanden zu überzeugen. Und wir wissen eben auch nicht, wer auf unserer Webseite ist. Und wir wissen auch, wenn jemand auf unserer Webseite ist, dass die meisten Leute dort nicht ganz lange bleiben. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig. Und wenn du diese sechs Fragen nicht ganz genau beantworten kannst, dann ist es wirklich schwer, dein Angebot zu verkaufen, beziehungsweise dann wirst du es auch nicht schaffen, eben dein Angebot skaliert zu verkaufen und daraus vielleicht auch ein passives Einkommen zu generieren, was eben auch ein Wunsch bzw. ein Ziel von vielen meiner Kundinnen, vielen meiner Hörerinnen ist. Und insbesondere, wenn du noch keine große Community hast und deine potenziellen Kunden dich noch nicht kennen, dann ist es wichtig, dass du diese Fragen wirklich richtig, richtig genau beantwortest. Je mehr Follower du hast, bzw. je stärker, besser gesagt, deine Community ist, je größer dein Expertenstatus oder deine Personal Brand auch ist, desto weniger wichtig ist das. Das hat einfach mit Vertrauen zu tun, aber wenn du gerade erst startest, sind das ganz, ganz essentielle Zutaten, ganz essentielle Fragen, die du definitiv in deinem Angebot beantworten solltest. Also nimm dir Zeit, um diese Fragen wirklich in Ruhe zu beantworten. Und denk dran, Mitte November hast du die Chance, an meinem kostenfreien Training dann nochmal teilzunehmen. Da steigen wir dann tiefer ins Thema ein. Wir gucken uns aber auch diese Zutaten nochmal ein. Ich gebe dir da zusätzliche Tipps, worauf du achten musst, und am Ende hast du wirklich ein fertiges Angebot in den Händen. Und wenn du nicht alle Fragen beantworten kannst, dann erfährst du auf jeden Fall, wie du die Antworten findest. Ja, also wenn du noch kein Angebot hast, das dir deine Kunden aus den Händen reißen, dann solltest du dieses Training definitiv nicht verpassen. Und wir verbringen dann eine Woche gemeinsam mit ganz vielen Gleichgesinnten und werden definitiv auch jede Menge Spaß haben. Mein Team und ich, wir haben uns jede Menge Highlights überlegt. Wir haben tolle Expertinnen auch mit an Bord. Wir haben Katrin Hill mit dabei. Wir haben Sabrina Käse-Haubs mit dabei. Und wir haben auch Babette Mahnert von Goldfrau mit dabei. Also wir haben ein paar tolle Frauen mit dabei, die mir in Experteninterviews zur Verfügung stehen und dir auch nochmal zusätzlichen Input liefern. Also ich freue mich auf eine großartige Woche. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist, und ich freue mich auch, wenn du deine Businessfreundin einlädst, wenn du vielleicht in deinen Stories davon erzählst oder einen meiner Beiträge teilst, um einfach noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen. Also ich freue mich und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss! Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@she-preneur.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also sei smart, bleib dran und trau dich, groß zu denken.